Ja, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man die Kamera fixen kann. Dazu geht ihr einmal in die Steuerung, Steuerung bearbeiten und packt auf die auf das Umschauen, also das Schauen. Ja, das ist eigentlich hier R3-Taste auf der PS4 bzw. PS5. Da schaltet ihr einfach um auf R1. Da justiert sich die Kamera immer automatisch. So, zudem möchte ich euch noch etwas zeigen, und zwar beim Laufen, ja, wegen Festhalten. Da hält sie sich mit der Taste automatisch fest, wo sie sich festhält. Da kann sie auch nicht runterfallen. Und da kann man nämlich auch so auch vorwärts sich an den Kanten jeweils festhalten, um auch Anlaufsprünge zu nehmen. Ja. Wenn ein Sprung zu weit für mich ist, kann ich mich an der Kante festklammern. So, das ist ein richtig großer. Leite den Sprung genauso ein, wie eben erklärt. Aber wenn ich in der Luft bin, drückst du die Handlungstaste und hältst sie gedrückt. Dann kann ich mich an die Kante klammern. Seht ihr? Das meine ich. Um die Ecke können wir uns natürlich noch nicht ziehen. Na? Drück So. das Steuerkreuz nach unten, damit ich rückwärts hinunterspringe. Drück dann sofort die Handlungstaste und halte sie gedrückt, damit ich mich im Fallen an der Kante festklammere. So, und das geht eben bei der modernen Steuerung zum Beispiel nicht. Das geht nur mit der Panzersteuerung. Deswegen. Warte mal. Versuch mal hier hochzuklettern. Ich kann hier nicht hochklettern, weil die Lücke zu schmal ist. Wenn du aber das Steuerkreuz nach rechts drückst, hangele ich mich seitlich durch, bis genug Platz zum Hochziehen ist. Das geht nämlich erst ab dem zweiten Teil, glaube ich. So, also das ist eigentlich alles, was ich euch mal ein bisschen zeigen wollte, dass ihr hier die Kamera justieren könnt. Ich zeige euch jetzt mal ein Beispiel, wenn die Kamera scheiße ist, sage ich mal. Hier zum Beispiel. Ja, das ist eine Scheißsicht. Und da drückt ihr einfach die Schauen-Taste und da passt sich die Kamera wieder an. Na? Da muss man die Taste dann immer doppelt drücken. Aber das fixiert zumindest die So, das ist ein Kamera. richtig großer. Leite den Sprung genauso ein, wie eben erklärt. Aber wenn ich in der Luft bin, drückst du die Handlungstaste und hältst sie gedrückt. Dann kann ich mich an die Kante klammern. So. Das haben wir gerade gemacht. Ja, toll. Wieder die falsche Taste gedrückt. Also das kann man so anpassen, ne? Um euch das mal kurz so ein bisschen zu zeigen. Bei mir ist das jetzt hier die L1-Taste, die habe ich so umgestellt, wenn die sich hier festhalten soll. Ja. Andere haben, glaube ich, die L2-Taste oder R2-Taste. Toll. Sehr schön. Ja, Du also hast nur ins mal Schwimmen so. gehen. Also nur mal so nebenbei. Das ist so ein kleiner Ratschlag. Ob ihr es macht, das ist natürlich eure Entscheidung. Könnt ihr selber entscheiden. Also ich werde das jetzt mal ausprobieren mit dieser Variante. Und mal schauen. Vielen Dank fürs Einschalten. Das soll nur mal so ein kleines Tippvideo sein für die Kamerajustierung.